Ja, Griechenland. Da haben ja einige Regierungspolitiker in den letzten Wochen den Mund ziemlich vollgenommen. Die griechische Regierung soll jetzt gefälligst ihre Hausaufgaben machen und die Forderungsliste der Gläubiger schleunigst umsetzen. Kommt gut an bei den Wählern, ist nur ziemlich schizophren. Denn vieles, was da jetzt von der griechischen Regierung so entschieden gefordert wird, haben die gleichen Politiker im eigenen Land stets vehement bekämpft. Frei nach der goldenen Regel, was du nicht willst, was man dir tu, das füge jetzt den Griechen zu. Stefan Stuchlik und Jochen Läufgens helfen dem Gedächtnis so einiger Regierungspolitiker jetzt mal auf die Sprünge. 12. Juli nachts, Showdown in Brüssel. Die deutsche Kanzlerin unter Druck, ihre Regierungsparteien fordern hartes Durchgreifen gegen diese Griechen. Griechenland muss liefern. Solidarität gegen Reformen. Wenn man im Euro bleiben will, muss man die Voraussetzungen dafür schaffen. Macht eure Hausaufgaben in Griechenland! Und so diktiert hinter diesen Fenstern der Rat der Europäischen Union den Griechen ihre Hausaufgaben. Fach Politik. Das Pflichtenheft. Rentenkürzung. Privatisierung. Lockerung des Kündigungsschutzes. Selbst kleinste Details werden seit Juni von den Griechen gefordert. Bootsbesteuerungen, Liberalisierung des Fährverkehrs und Erhöhung der Mehrwertsteuer für Hotels. Hotelsteuer? Da war doch mal was. Aber erst mal das Forderungspapier. Griechenland soll ein neues Steuersystem einführen, Hotels zukünftig mit 13% besteuern. So steigt also in Griechenland die Hotelsteuer von 6,5 auf 13%. Ein Blick zurück. In Deutschland hat man die Steuer von 19 auf 7% gesenkt. Argument Wirtschaftsförderung. Und wer war noch mal für diese Maßnahme? Man kann im Ernst nicht bestreiten, dass im Beherbergungsbereich die Gastronomie sich in einem Wettbewerb mit Anbietern, die geringere Mehrwertsteuersätze überall in Europa und darüber hinaus haben. Und deswegen schlagen wir es vor. Und meine Damen und Herren, das ist ein ganz wichtiger Beitrag für Konsum und Investition in dieser Wirtschaftskrise. Wir lernen, Krise ist nicht gleich Krise. Und was für Deutschland recht ist, muss für Griechenland noch lange nicht billig sein. Gilt auch für eine andere Forderung, den verkaufsoffenen Sonntag. Denn im Forderungskatalog der Gläubiger steht, Griechenland müsse seinen Sonntagsverkauf vollständig liberalisieren. Heißt, der Sonntagsschutz würde komplett gestrichen. Bei uns ist davon keine Rede, der Sonntagsschutz bleibt. Natürlich. Denn jeder, der an dieser Regel rüttelt, stellt in Deutschland gleich das christliche Abendland in Frage. Ob Griechenland zu diesem Abendland gehört, scheint noch nicht abschließend festzustehen. Und deshalb forderten Gewerkschaften wie Regierungspolitiker, der Sonntag muss heilig bleiben. Nein, natürlich nicht in Griechenland, sondern in Deutschland. Ich möchte dem Sonntag den höchstmöglichen gesetzlichen Schutz angedeihen lassen. Sonntagsschutz muss zu einer christlichen Politik gehören. Am Schutz des Sonntages wird nicht gerüttelt. Gleiches Spiel beim Thema Agrardiesel. Die Institutionen fordern von Griechenland ab 2016 sämtliche Zuschüsse für den Bauernsprit zu streichen. Die Subventionen sollen auf null sinken. In Deutschland gibt der Staat den Bauern weiterhin 21 Cent pro Liter dazu, schenkt ihnen fast die Hälfte der Gesamtsteuer. Als man in Deutschland 2009 versuchte, diesen Zuschuss zu streichen, so wie man das jetzt von Griechenland fordert, gab es einen Aufstand. Tausende von Bauern blockierten den Verkehr und deutsche Politiker hielten Reden, als seien sie aus der Syriza-Fraktion. Ja, es stimmt, wir subventionieren den Agrardiesel. Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft, indem wir auf eine Besteuerung von Diesel verzichten. Das ist richtig, weil ein Bauernhof, der Gewinne macht, besser ist als einer, der es nicht mehr schafft. Die Brüsseler Nacht und ihre Lehre. Richtig kann ganz schnell falsch sein, wenn es nur der Falsche sagt. Aber ohnehin, wer braucht schon Argumente, wenn er auch laut sein kann? Macht eure Hausaufgaben in Griechenland! 50 Milliarden Euro. So viel Geld soll die griechische Regierung durch die Privatisierung von Staatseigentum einsammeln, vor allem um Schulden zurückzuzahlen.
Wenn es nach dem deutschen Finanzminister geht, kann es damit gar nicht schnell genug gehen. Und deshalb wird da jetzt einiges zum Schleuderpreis angeboten, was zum Tafelsilber des griechischen Staates gehört. Ob das wirklich klug ist, danach fragt im Augenblick kaum noch einer. Schon gar nicht die, die davon profitieren. Zum Beispiel ein großes deutsches Staatsunternehmen, das bald schon all die Flughäfen betreiben könnte, wo Sie heute Urlaub machen. Jan Schmidt, Kim Otto und Frank Konopatzky haben mit ihren Recherchen genau da begonnen. Urlaubsparadies Korfu. Hier entspannen auch viele deutsche Touristen. Insgesamt kommen auf der gerade mal 120.000 Einwohner zählenden Insel jährlich über 1 Million Touristen an. Tendenz steigend. Und mehr Urlauber heißt auch mehr Fluggäste am staatlichen Flughafen von Korfu. Doch trotz bester Aussichten soll der Flughafen jetzt privatisiert werden. Einem gefällt das gar nicht. Korfus Bürgermeister Kostas Nikolousos. Der Flughafen ist profitabel. Also warum, bitteschön, sollte man ihn weggeben? Wir stecken in einer Krise, einer tiefen Krise, nicht wahr? Wenn man sich der Mittel beraubt, Wohlstand und Profit in diesem Land zu schaffen, um die Schulden zurückzubezahlen, um wirtschaftlich voranzukommen, wie können wir sowas dann machen? Der Flughafen von Korfu ist Teil eines riesigen Privatisierungsprogramms. Staatsbesitz für 50 Milliarden Euro soll auf Druck der Gläubiger verkauft werden, über diesen Fonds. Unter den Hammer kommt alles, was ein Staatswesen so ausmacht. Die Post, Wasserwerke und Autobahnen, Gas- und Stromversorgung, Häfen und Flughäfen. Mit dabei die Flughäfen auf den beliebtesten Touristeninseln, unter anderem Mykonos, Santorini und Kos und eben Korfu. Gerade die Flughäfen also, die am meisten von krisensichersten Wirtschaftszweig Griechenlands profitieren, dem Tourismus. Das lukrativste Flughafengeschäft soll ausgerechnet eine deutsche Firma machen. Das Frankfurter Unternehmen Fraport hat sich bei einem Bieterverfahren durchgesetzt. Für einmalig 1,23 Milliarden Euro und eine jährliche Gebühr von 22,9 Millionen Euro dürfte Fraport zusammen mit einem griechischen Partner 14 griechische Flughäfen für mindestens 40 Jahre übernehmen. In Athen treffen wir den griechischen Infrastrukturminister. Er soll die Privatisierung der Flughäfen zügig umsetzen, obwohl er große Nachteile für den griechischen Staat befürchtet. Bei dieser Privatisierung soll der griechische Staat 14 gewinnbringende Flughäfen verkaufen und die anderen über 30 Flughäfen, die keinen Gewinn machen und subventioniert werden müssen, bleiben beim griechischen Staat. Das ist ein Modell, das so noch nirgendwo in Europa angewandt wurde. Das passt eher zu einer Kolonie als zu einem EU-Mitgliedsland. Harte Vorwürfe. Aber was sagen die Zahlen? Laut interner Daten der griechischen Luftfahrtbehörde stieg die Anzahl der Flüge an den 14 Flughäfen des Fraport-Geschäfts an einem letzten Jahr auf über 188.000, ein Plus von 13,8%. Die Passagierzahlen auf mehr als 22 Millionen, eine Zunahme von 19%. Dass das ein profitables Geschäft für Fraport werden kann, bestätigt auch die Lufthansa. Als Beraterin des griechischen Privatisierungsfonds kennt Lufthansa Consulting die Wirtschaftszahlen der 14 Flughäfen. Diese seien zwar vertraulich, lässt sie uns mitteilen, aber es könne sicherlich von einer wirtschaftlichen Lukrativität ausgegangen werden. Ein profitables Geschäft für Fraport zu Lasten des griechischen Staates? Weil Vermögenswerte in Krisenzeiten viel zu billig verkauft werden müssen? Genau davor warnt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass diese staatlichen Unternehmen schnell verhökert werden, dann wird man sich darüber tatsächlich ärgern. Denn derzeit sind sie nicht zu ihrem wirklichen Wert verkaufbar. Und wir werden in der Tat sehen, dass die nächsten Regierungen sich darüber sehr ärgern werden, dass sie konzeptionslos in die Privatisierung reingegangen ist. Das Pikante an dem Deal? Bei der Fraport AG handelt es sich um ein deutsches Staatsunternehmen. Denn die Mehrheit der Fraport-Aktien halten die Stadt Frankfurt und das Land Hessen. Ist das mit Privatisierung gemeint? Da findet ein Eigentumswechsel von einem griechischen Staatsunternehmen in Richtung sozusagen deutsche Staatsunternehmen statt. Und am Ende geht es darum, dass die Profits, die Gewinne, die da gemacht werden in diesen 14 Flughäfen, dass die abgezweigt werden nach Deutschland in die öffentlichen Kassen. Profite, die Griechenlands Kassen künftig fehlen.
Und der Milliardenerlös aus der Privatisierung? Auch davon wird das Land sich nichts kaufen können. Dafür hat vor allem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gesorgt. Denn mit den Privatisierungserlösen soll Griechenland erstmal seine Schulden begleichen. Aus Sicht der Opposition in Deutschland ein ziemlich mieser Deal. Wolfgang Schäuble hat die Privatisierung maßgeblich vorangebracht. Er hat den Privatisierungsfonds selber vorgeschlagen. Er hat mit seiner Politik dazu beigetragen, dass die Griechinnen und Griechen erpresst wurden, dass jetzt ihre öffentliche Infrastruktur ausverkauft wird, und zwar weit unter Wert. Die Privatisierung von Staatseigentum soll der griechischen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, so die Theorie. Die Abgabe der griechischen Flughäfen an ein deutsches Staatsunternehmen könnte dem griechischen Staat erheblichen finanziellen Schaden zufügen. Das ist die Wirklichkeit. Europa macht's möglich.